jetzt, hallo. Moin. Moin, mal. So, jetzt. Also ich bin, ich mag mich mal vorstellen, ich bin die Stefan, du bist live, okay. So, und du, wie du siehst, bin ich wahrscheinlich mit uns den Weltkrieg auch. Oder wir sind hier ein bisschen von Friedrichshafen, Mengen, Beweggründe, wegen was die Menschen so hier gekommen sind. Ganz, ganz toll. Und wie ist das bei dir so? Kann ich mich auch mal fragen. Ja, also wir sind hierher gekommen, weil wir uns endlich gedacht haben, auch das gibt es für wenige Menschen, die einfach das ganze Geschehen, also die Demonstration einfach Menschen an der Kultur erreichen. Der Kopf, der Mut, der Altersverwaltung, der heißt Simple Evidenz. Simple Evidenz? Zusammengestellt Schrift? Nee, das ist Simple Evidenz. Und der kann man auch schon das war jetzt ein kleines Verbrechen. Beziehungsweise viele, viele Fehlinformationen stattfinden. So, und seit wann bist du so dann hier aktiv unterwegs? Jetzt auf YouTube oder wie? Ja, generell so interviewmäßig. Also ja, wir haben noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Wir haben eigentlich eher so Videos, wo wir halt einfach ja, off-mäßig sprechen, also und dann nachhinein das Videomaterial einfügen, also im Studio quasi. Mhm. Wir haben aber eine große Interviewreihe quasi gemacht, als wir in Berlin am 29. waren und haben dort eine Menge Leute befragt. Und ja, aber das wird halt noch ein bisschen mehr Zukunft haben, dass wir Leute befragen, weil irgendwer muss ja irgendwie das einfangen, was die Menschen bewegt. Richtig, genau. Und die haben wir damals einfach als Motto verschrieben, was die Mainstream-Presse verschweigt. Und die verschweigt natürlich sehr, sehr viel. Und da habe ich gesagt, da muss ich was tun, ich kann nicht mehr zuschauen. Einfach und sagen, alles gut, das geht nicht. Das ist so wie bei, vor kurzem ist ja wieder der Matrix-Film gelaufen, das mit der roten und mit der blauen Pille. Und wenn man einmal die rote Pille geschluckt hat, die Wahrheit zu hinterfragen, zu wissen, dann kommt man nochmal raus. Und die, sagen wir mal so, die rosa-rote Pille, die blaue Pille, die ist nichts für mich. Und ja. Und ich denke mal, bei dir sieht es genauso aus. Sonst wärst du halt auch nicht hier und wärst dann so aktiv tätig. Naja, die Wahrheit hilft einem halt einfach immer, die Zukunft ein bisschen besser zu gestalten. Richtig, genau. Und im Gegensatz zu mir bist du natürlich noch recht, recht jung. Ach so, alt siehst du gar nicht aus. Echt? Sieht man mir meine 98 Jahre nicht an. Ja, das ist wieder natürlich der typische Joke von mir, Stefan, live. Ja, nee, also bin auf jeden Fall ein bisschen älter. Ich gehe mal davon aus, dass ich dein Vater sein könnte. Aber ich weiß, ich halte mich immer relativ jung. Und man sieht es mir natürlich auch nicht an, anhand der Haare. Hab noch volles Haar, keine grauen Großhaare. Und ja, dann passt es. Wunderschön, gut. Und was hast du heute hier noch vor? Ja, also wir wollten jetzt hier noch ein bisschen rumgehen und wieder ein paar Leute für unseren Podcast und für unsere Videos befragen. Mhm. Wir haben die Leute absichtlich nicht gefilmt, weil sie sich dann einfach wohler fühlen und einfach, weil es viele Leute gibt, die anhand des Aussehens und des physischen Auftretens Leute von vornherein in eine Schublade stecken und ihnen dann nicht mehr zuhören. Mhm. Und deswegen haben wir einfach nur hier Video- und Audiomaterial getrennt. Film halt nebenbei ein bisschen von der Veranstaltung, wie wir so lang gehen und so. Mhm. Und das Audiomaterial kommt dann halt später mit rüber. Das haben wir bei unseren anderen Videos auch schon gemacht. Und ja, also wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch gerne bei uns vorbeischauen und wir natürlich auch bei euch.
Dann schreiben wir uns doch gleich auf, Stefan Live, wa? Ja, stefan-live.de. Okay. Ich habe auch Visitenkarte, ich würde das jetzt zum Anschluss, würde ich dir dann eine Visitenkarte von mir geben. Wir wollten auch welche machen, aber wir haben es leider nicht mehr hingekriegt. Ja, kein Problem. Wie gesagt, ich habe auch erst mal angefangen zum Filmen und habe dann, beziehungsweise habe eigentlich damals angefangen, noch nicht zu filmen, sondern nur Informationen zu verteilen auf meiner Seite. Und habe dann irgendwann mal angefangen, ich sag's mal selbst, zu filmen. Und man muss dann natürlich erst mal reinwachsen, die ganze Geschichte. Und natürlich, ich bin heute auch noch nicht so fit in der ganzen Geschichte. Aber es wird von Mal zu Mal wird es besser. Und das eine oder das andere Projekt wird dann auch in Angriff genommen. Und ja, man tut sein Bestes, um die Leute ein bisschen aufzuklären. Und vielleicht, ich sag's mal, auch wenn es schwer tut für manche Leute, vielleicht die rosa-rote Brille ein bisschen zu schauen, dass sie doch eine bessere Brille haben, wo sie besser sehen und nicht alles so verschwommen. Definitiv. Jo, gut. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, kein Problem. Hast du noch Fragen, irgendwelche Art? An dich jetzt persönlich? Ja, generell so mal, was wir jetzt hier im Stream mit aufnehmen können. Oder wir können uns auch danach noch unterhalten. Was denkst du, muss passieren, damit die Welt sich zum Positiven verändert? Das Miteinander. Also das, ich sag mal, die Leute sind sehr, sehr stark ich-bezogen. Ja. Und das ist auch, ich sag mal, größer, weiter, mein Auto, meine Yacht, meine Frau oder mein Mann oder je nachdem. Und das muss irgendwo aufhören. Die Welt hat eine gewisse Kapazität. Ja. Und ja, wie gesagt, miteinander, das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal sage, muss wirklich ein Zweitauto sein, muss wirklich eine Zweit-, Drittreise im Jahr sein. Und viele Sachen einfach mal zu hinterfragen. Ja. Müssen viele Sachen sein? Oder ist das wirklich nur, ich sage es mal so rum, dass man wieder ein Nachbar oder der Nachbarin sagen kann, ach toll, ich war wieder in Mallorca, ich war wieder beim Skifahren, ich habe mir eine Yacht gekauft, wie toll, hast du auch eine Yacht? Und so weiter. Also wirklich, das einfach das mal aufhören, es ist doch schwerer, ich sag mal, wenn man mal stirbt oder sonst was, man kann doch nichts mitnehmen. Und ich persönlich bin ein positiver Mensch, ich versuche die positive Aura weiterzugeben, einfach zu vermitteln, weil ich sage immer, wer sät, der erntet. Genau. Und wenn ich sag's mal, was Schlechtes sehe, dann würde ich was Schlechtes ernten. Und ja, das ist so mein Motto. Gutes Motto. Jo, gut. Ich bedanke mich. Dann, ich bedanke mich bei dir. Gut. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Danke, Erfolg. Ich dir auch. Die Karte brauche ich aber trotzdem.